schaukelt tatsächlich richtig heftig. Ich habe gerade gemerkt, dass es mir irgendwie nicht ganz hundertprozentig gut geht und so mir so ein bisschen schwindelig ist, bis mir gekommen ist, das kommt natürlich vom Boot. Leute haben wir gefragt, ach nee, das war der falsche Text. Wir sind auf unserer Vietnamreise in Cat Ba und haben für morgen eine zweitägige Kajak-Bootstour in der Halong-Bucht gebucht und wir sind mega gespannt, was uns erwartet, ob es tatsächlich das Highlight unserer Reise hier durch Vietnam wird. Heute ist das Wetter noch ja, ziemlich bescheiden, es regnet. Das ist mal angenehm. Genau, es ist mal was anderes. Deswegen werden wir heute auch nur hier ein bisschen an der Promenade etwas lang spazieren gehen, ein paar Eindrücke aufnehmen und ich denke mal irgendwo noch was Leckeres essen gehen und uns auf morgen vorbereiten. Also seid gespannt wie immer, wir nehmen euch mit, lehnt euch zurück. Was war das jetzt mit den 100 Fragen, Stefan? Ja, ich glaube, das ist Familienduell. Das 100 Menschen haben mir gefragt, was machen diese zwei hier eigentlich? Genau. Also, bleib gespannt. Guten Morgen. So, wir sind schon mal bereit, wir haben ausgecheckt. Wir haben jetzt noch lecker frühstücken. Wir sind aufgeregt und freuen uns. Unsere Backpacks haben wir schon beim Booking Office jetzt da gelassen. Da müssen wir gleich wieder hin. Um 10 Uhr geht's los. Das Wetter ist halt auch wesentlich besser. Es regnet nicht und die Sicht ist auch weitem besser. Von daher, wir freuen uns, sind nach wie vor gespannt, was uns erwartet. Aber ich denke mal, das wird richtig gut. Wir wollten euch auch noch ein paar Randdaten zu der Tour heute mitgeben, denn ich denke mal, dass da auch viele Fragen aufkommen werden. Was machen wir überhaupt, wie viel kostet es, was ist inkludiert und was nicht. Also Kosten tut die Tour insgesamt 275 US-Dollar für zwei Personen. Ist auf jeden Fall kein Low-Budget-Preis. Also wenn ihr Low-Budget unterwegs seid, denke ich mal, ist die Tour eher nichts für euch, dann solltet ihr vielleicht auf eine Halbtagestour oder sowas umschwenken. Oder eine Ganztagestour. Oder Ganztagestouren gibt es auch, genau. Was ist inkludiert? Wie gesagt, wir sind zwei Tage unterwegs, pennen eine Nacht auf dem Boot. Es gibt zweimal Frühstück, einmal Abendbrot, einmal Frühstück. Wasser ist inkludiert, sämtliche Eintritte in die ganzen Buchten, weil das ja alles Naturschutzgebiete sind. Die sämtliche Ausrüstung ist inkludiert und jede Menge Spaß. Jede Menge Spaß ist natürlich auch inkludiert. Genau. Aber bei wem haben wir das gemacht? Wie gesagt, wir sind gerade in Cat Ba. Touren werden natürlich in ganz Vietnam immer angeboten. Wir haben uns ein bisschen belesen und auf mehreren Blogs wurde halt immer wieder gesagt, dass Cat Ba Ventures, so heißt die Firma hier in Cat Ba, eigentlich ja, die besten Touren anbietet, auch relativ kleine Boote benutzt, deswegen auch ein bisschen näher an die Buchten rankommt und auch ein bisschen abgelegenere Spots anfährt als die großen Touri-Yachten. Vergleichen können wir es natürlich nicht. Wir machen nur die eine Tour, aber vielleicht auch mal ganz hilfreich, wenn ihr auch schon mal so eine Tour auf der Halong-Bucht gemacht habt und nicht bei Cadventures wart, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, vielleicht welche Unterschiede es gab, vielleicht für die anderen Leute auch sehr hilfreich.
wir sind jetzt 2 Stunden hier bereits auf dem Wasser. Wir sind nämlich gerade in der Hanlan-Bucht heute noch unterwegs. Wir durften jetzt hier ja 1,5 Stunden schwimmen. Lunch wurde jetzt zubereitet. Ja, kleine Stärkung. Und heute Nachmittag ist dann eine Kajaktour geplant. Hinten sitzt, dann sieht er vorne nicht, wenn man nichts macht. Schönes Abend, frisch geduscht. Tatsächlich immer noch ein wenig surreal, dass wir hier gerade in der Halong-Bucht geankert haben und einfach die Nacht verbringen. Und ich zeige euch das mal kurz. Ein bisschen was vom, naja, Sonnenuntergang kann man nicht mehr sagen, aber die Aussicht auf jeden Fall mega. So, Anna ist jetzt auch da. Ja, ich war auch mal duschen, zur Abwechslung. Wir wollten euch erzählen, was haben wir heute überhaupt den ganzen Tag lang gemacht. Bilder sagen ja immer vieles, aber man kann es vielleicht doch nicht einordnen. Also nachdem wir am Pier los sind, sind wir aufs große Schiff, wo wir auch nächtigen, sind dann durch die Lanha Bay gefahren und haben das erste Mal geankert, konnten ein wenig schwimmen gehen und auch hier vom Deck springen. Ein bisschen wilde Sau spielen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Haben einige gemacht, andere haben es gelassen. Genau. Also runterspringen die 3 Meter. Man konnte auch einfach über eine Treppe rein. Ja. Danach ging es dann weiter in Richtung Halong Bay und an der Grenze haben wir dann nochmal geankert. Sind wir in die Kajaks gestiegen, sind 1,5 Stunden Kajak gefahren durch 3 Cays, war wirklich super, super cool. Also nochmal ein Highlight, die ganze Bustour ist ein Highlight, aber das Kajakfahren war auch nochmal ein Highlight. Ja, und auch anstrengend. Und auch anstrengend, mussten uns auch erstmal eingrooven, zu zweit waren wir auch das erste Mal Kajak fahren. Ja. Aber hat richtig Spaß gemacht und ja genau, es ging durch 3 Cays und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und haben uns dann den Sonnenuntergang nochmal angeguckt. So, und hier unten wird jetzt auch schon fleißig geköchelt. Das Mittagessen war ja schon so lecker, deswegen freuen wir uns jetzt aufs Dinner und sind gespannt, was da gezaubert wird. Also wir waren wirklich sehr, sehr überrascht vom Essen. Wir dachten ja eigentlich, da wir vegan bestellt haben, dass wir es relativ einfach bekommen. Fried Rice mit Gemüse, aber wurde dermaßen aufgetischt, haben wir euch ja gerade gezeigt. Ist in den Videos mit drin. We'll be right back.
läuft immer ganz gut, denn das Mikro haben wir nicht mit auf den Kajaks und ich weiß nicht, ob gerade ein bisschen Wasser reingekommen ist. Als letzter Stop unserer Kajaktour heute haben wir hier an einem Strand angehalten, der nur vorhanden ist, wenn die Tide, also wenn Ebbe ist, weil wenn man vielleicht sehen kann, geht das Wasser bis ungefähr dahin und dann ist auch der Strand nicht mehr vorhanden. Und wir machen jetzt hier noch eine kurze Pause, bevor es wieder zurück aufs Boot geht. Dann gibt es noch mal Mittagessen und ich denke, dass wir dann wieder zurück zum Hafen nach Katbar fahren. Wir sind wieder in Katbar angekommen, gehen jetzt noch was auf dem Festland. Das schaukelt tatsächlich richtig heftig. Ich habe gerade gemerkt, dass es mir irgendwie nicht ganz hundertprozentig gut geht. Und es mir so ein bisschen schwindelig ist, bis mir gekommen ist. Das kommt natürlich vom Boot. Die Tour war richtig gut. Auf jeden Fall, ja. Auch wenn es mehr Geld kostet, unser Tipp, unsere Empfehlung, macht auf jeden Fall die Tour mit der einen Übernachtung. Heute Morgen das Gefühl, auf dem Boot aufzuwachen, gleich den ersten Blick auf die Halombucht zu werfen, ja. Das ist einfach mega. Unbeschreiblich. Vom Sonnenuntergang bis einfach die Nacht da zu verbringen. Mit dem Wetter hatten wir übrigens richtig Glück. Also es hat ja ein wenig geregnet, als wir hier angekommen sind. Dann kam tatsächlich auf dem Boot die Sonne raus. Das war gut. Es hat die Nacht, glaube ich, nur ganz kurz geregnet. Heute tagsüber war es dann wieder trocken und pünktlich, als wir in den Bus eingestiegen sind und vom Boot runter sind, ist tatsächlich wieder angefangen zu regnen und als hier gerade regnet es auch wieder. Also wir hatten mega Glück mit dem Wetter. Der Tourguide, mega gutes Englisch, die Leute haben sich immer bemüht, ja. Dass es uns gut geht. Gut gelaunt gewesen. Ja. Kratzt noch euer Geld zusammen, wenn ihr in Vietnam seid und geht auf jeden Fall auf die 2-Tages-Tour. Und spart dafür in dem Hotel in Katbar. Das geht nämlich ziemlich gut. Wir schlafen heute für 9 Euro, ist ja nur eine Nacht. Da kann man das Geld dann wieder reinholen. Genau. So, mein Arm fällt ab. Ja. Dann würde ich sagen, beende das Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.